Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Videospielgalaxis. Seit den 80er Jahren gibt es Videospielumsetzungen zur von George Lucas erdachten Star Wars Reihe und in unserer mehrteiligen Videoreihe zeigen wir sie alle. Die besten, die schlechtesten, die kuriosesten und die legendärsten Star Wars Videospiele der letzten 35 Jahre. Weil die Filmreihe mit Episode 4 losgeht, ist es nur fair, dass auch die zugehörigen Spiele durcheinander erscheinen. Deshalb ist das allererste Star Wars Videospiel The Empire Strikes Back von 1982 für den Atari 2600 auch die Umsetzung zum zweiten Film, Episode 5, der bereits 1980 im Kino war. Und während der auf der großen Leinwand so aussieht, brauchten die Atari-Spieler etwas mehr Fantasie für Schlachtenatmosphäre auf dem Eisplaneten Hoth. Im Spiel steuert der Spieler eine begrenzte Anzahl Snowspeeder über AT-AT-Walker hinweg und muss alle angreifenden Kolosse abschießen. Wieder vom Hersteller Parker Brothers kommt auch das Spiel zum dritten Kinofilm Return of the Jedi Death Star Battle auf den Atari 2600, den Atari 5200, Atari 8-Bit und den ZX Spectrum. Und das 1983, sogar im gleichen Jahr wie der Film. Diesmal wird, wie der Name bereits verrät, die finale Schlacht um den Todesstern nachgespielt, die man am Steuer des Millennium Falcon erlebt. Während man im Vordergrund TIE-Jäger und Bomber abschießt, lauert im Hintergrund der zweite Todesstern und nur wer da geschickt hinmanövriert, kann den Mond, die Kampfstation vernichten. Erst 1983, also 6 Jahre nach dem Kinostart, gab es dann auch die Spielumsetzung von Episode 4. Die kommt vom neuen Hersteller Broderbund Software und wechselt auf eine Cockpit-Perspektive. Am Steuer eines X-Wing erlebt man den Anflug auf den ersten Todesstern inklusive TIE Fighter Dogfights im All und den Todessterngraben. Die Atari-Version muss sich da aber grafisch gegen die Vektorgrafik der DOS-Variante geschlagen geben. Im gleichen Jahr erscheint wieder von Parker das nicht direkt an einen Film angelehnte Star Wars Jedi Arena für den Atari 2600. Das wirkt im TV-Werbespot noch nach epischem Duell zwischen Lichtschwertkämpfern, ist dann aber eigentlich eher eine Mischung aus Pong und Luke Skywalkers Jedi-Hausaufgaben mit dem Trainingsdruiden. 1984 probiert sich dann Atari an einer Umsetzung von Episode 6 und macht daraus eine Sammlung von Top-Down-Fahrzeugsequenzen. Im Actionspiel lenkt man nacheinander Luke und Leia auf dem Speederbike und danach Chewie im AT-ST über den Waldmond von Endor und als Lando den Falken gegen den zweiten Todesstern. Ein Jahr später hangelt sich Atari rückwärts in der Filmhistorie und kümmert sich um Episode 5. Genau wie die Umsetzung zum ersten Film wird auch The Empire Strikes Back ein 3D-Vektorgrafik-Raumkampf-Actionspiel für die Spielhalle, Amiga und diverse andere Heimplattformen. Diesmal fliegt man im Snowspeeder die Schlacht um Hoth nach und liefert sich danach Raumschlachten und Asteroidenfelddurchflüge mit dem Falcon. Nach all den Vektorgrafik-Weltraumspielen bringt dann 1987 Namco mit Star Wars frischen Wind in die Krieg der Sterne-Spiele. Das erscheint nur in Japan für den NES und lässt den Spieler 2D-Hüpf-, Spring- und Ballerpassagen spielen, die sehr lose allen drei Krieg der Sterne-Filmen nachempfunden sind. Immerhin kann ich mich nicht mehr ganz so gut an das Unterwasser-Duell zwischen Luke Skywalker und Kratos Vader erinnern, der sich dann in einen Haifisch verwandelt. Außerdem gibt's obendrein coole Weltraumeinlagen aus der Cockpit Perspektive, unterlegt von der 8-Bit-Version des John Williams Soundtracks. Was hierzulande als Freunde im All bekannt war, hieß in den USA Droids. 1985 läuft im US-Fernsehen die Star Wars Zeichentrickserie mit R2-D2 und C3PO an, 1988 legt der Hersteller Mastertronic die passende Spielumsetzung nach. Die erscheint für Amstrad CPC, C64 und ZX Spectrum und lässt die beiden Droiden durch 2D-Levels hüpfen und rätseln, um aus der Gefangenschaft einer Weltallgang zu fliehen. 1991 erscheint mit Star Wars Attack on the Death Star einmal mehr ein Spiel, in dem man, Überraschung, den Angriff auf den Todesstern aus Krieg der Sterne nachspielt. Grafisch wirkt das Raumkampfspiel für PC 98 und Sharp X68000 mit seinen Drahtgittermodellen sehr nah an den Schlachtkarten aus der Filmvorlage und auch der Klang trumpft mit Original-Soundtrack und Sprachsamples aus dem Film auf. Right with you, boss.
Im gleichen Jahr drängt Star Wars dann wieder auf eine Nintendo-Konsole. Star Wars von JVC ist die erste Umsetzung, die auch außerhalb Japans auf den NES kommt. Ähnlich wie im Namco-Spiel von 1985 hüpft und springt man in 2D durch die Schauplätze, erkundet diesmal aber nur den ersten Film, dafür aber als Luke, Han und Leia. Außerdem gibt's auch Raumkampfeinlagen. Und wenn Mama die dunkle Seite aus dem Zimmer hält, darf man auch den Todesstern sprengen. 1992, also ein Jahr später, setzen Lucasfilm Games und JVC nach. In der Spielumsetzung zu The Empire Strikes Back spielt man die bekannten Action-Szenen des Films nach und macht zu Fuß und am Steuer von Fahrzeugen wie dem Snowspeeder die imperialen Truppen platt. Im gleichen Jahr bringen JVC und LucasArts den Krieg der Sterne in die 16-Bit-Ära. In Super Star Wars spielen wir zwar nur Episode 4 nach, das aber in bis dato unbekanntem Detailgrad und Musikqualität. Als Luke, Han oder Chewie wird dabei rücksichtslos alles umgeblastert, was nicht bei 3 auf den 2D-Bäumen ist. Außerdem gibt's diverse Fahrzeugszenen im Super NES speziellen Mode 7 Pseudo 3D. Im zweiten Teil unserer Star Wars-Historie begleiten wir den Krieg der Sterne durch den Spielemarkt der 90er Jahre und machen das erste Mal Bekanntschaft mit Traditionsreihen wie X-Wing, Rebel Assault und Dark Forces.